hier heute in Villingen findet die Traktorrallye statt, die ausgerichtet wird vom MSC Holloftal. Wir hatten bei dem tollen Wetter zwar mit vielen Besuchern gerechnet, aber es war schon Wahnsinn, was heute Morgen alles ankam. Ganze Gruppen von Traktorfahrern kamen mit alten und mit neuen Schleppern und haben sich hier in Villingen ausgestellt. Also es ist eine ganz tolle Geschichte. Sie ist also voriges Jahr im November geboren worden. Unter dem Namen Erdbeer mit Oldtimer Traktorrallye. Und das sollte erst auf dem Erdbeerfeld passieren, aber da ist logistisch mit Toiletten und Hygiene, da war es nicht machbar und da haben wir uns hier vorne am Lindenplatz organisiert. Das originellste Outfit des Fahrers wird bewertet. Kleidung passend zum Baujahr. Erstens, farbliche Abstimmung Fahrer und Traktor. Macht der Fahrer einen guten Gesamteindruck. Tracht, Uniform, ist diese originalgetreu? Kleidung originell oder außergewöhnlich? Das sind die Kriterien, die wir hier bewerten. Die Apfelweinkönigin, die Brunnenkönigin, der Zwiebelkönig, meine Wenigkeit und der Ortsvorsteher Gerhard Rupp. Hinter mir sehen Sie jetzt die zweite Runde der Rallye. Wobei wir mit der Jury nochmal bewerten, bei dem besten Neuen, wer das originellste Outfit hat. Ich bin der erste Zwiebelkönig von Villingen. Bin letztes Jahr auf der Kirmes zum Zwiebelkönig gewählt worden. Ich musste mich durch mehrere Kandidaten durchsetzen. Ich musste Fragen zu Villingen beantworten. Ich musste eine Zwiebel schälen, was ich am besten konnte, innerhalb von einer Minute. Die älteste Ortslandfrau hat das begutachtet und hat gesagt, sie hätte noch nie einen jungen Mann so schön eine Zwiebel zerlegen sehen. Ich bin Julia die Erste, die Hungener Brunnenkönigin 2009. Und heute findet hier das erste ADAC-Traktorrennen statt. Ab 10 Uhr ging es dann auf eine Runde rund um Villingen und nach Ruppertsburg. Und dort waren dann Aufgaben zu erfüllen, Geschicklichkeitsaufgaben und verschiedene Fragestellungen, die bestmöglich bewertet werden mussten. Wir machen einen Wettkampf, einen Oldtimer-Wettkampf sozusagen. Mit Oldtimer Bulldogs und mit Oldtimer, die oben drauf sitzen. Ganz einfach. Ich bin dabei, die hessische Apfelweinkönigin der Apfelwein- und Obstwiesenroute des Landkreises Gießen. Und bin das noch bis 2009. Beziehungsweise 2010 beim Plus, Schmus und Apfelmus. Ja, also ich muss hier die Zeit stempeln. Die wird nachher ausgewertet und das geht hier sehr genau im Minutentakt, damit für jede Teilnehmer die gleichen Bedingungen sind. Ja, den habe ich vor gut einem Jahr gekauft von einem Nachbarn, der gestorben ist. Ja, und ich wollte den halt in Ehren halten und Lanz war schon immer ein Traum von mir. Wenn man einmal mit dem Virus infiziert ist und dann irgendwann muss man einen haben. Spaß. Den Traktor habe ich 1991 von meinem Hufschmied gekauft. Das ist ein Wal aus Balingen. Das Vorderteil stammt aus England und das Hinterteil ist ZF-Getriebe und Hydraulik von Bosch zusammengesetzt. Praktisch ein halber Engländer, halber Deutscher. Und ich bin also hochzufrieden, dass so viele Menschen da sind und diese ganze Veranstaltung so wahrnehmen. Besten Dank.